Richard Wagner und Weimar, das ist legendär. Das ist ja nicht Wagner und Bayreuth, sondern Wagner und Weimar hat eine ganz eigene Geschichte. 2016 hatten wir mit der Staatskapelle Weimar eine Produktion der Orchesterfassung von Lori Marzell von Wagners Ring ohne Worte. Die aktuelle Produktion jetzt mit Tristan ohne Worte oder Tristan an Orchestral Passion von Hendrik de Vlieger ist quasi die Fortsetzung dieses Wagner-Weimar-Projektes, speziell mit der Staatskapelle Weimar, mit dem ich eine lange Zusammenarbeit verbinde, eine sehr schöne Zusammenarbeit. Dieses Orchester ist eines der großen Edelsteine der deutschen Orchesterlandschaft mit einem großen, warmen, spätromantischen Klang. Und es lag einfach nahe, diese Produktion hier in Weimar in Form eines Live-Konzertes anzugehen. Die Version, die Hendrik de Vlieger 1994 erstellte, ist eine Kompilation nicht der Highlights. Natürlich ist das Vorspiel und der Liebestod dabei, aber ihm ging es speziell bei seiner Fassung darum, das Seelenleben ausschließlich von Tristan und Isolde zu zeichnen. Diese unglaubliche Liebesgeschichte.